Willkommen zu Planet Base. Die Leutchen hier sind alle fleißig am Arbeiten. Solarmodul wurde gebaut. Genau, wir haben ja hier, da hinten war das große Solarmodul gebaut. Da werde ich wohl noch ein paar basteln. Da fällt mir auf, ich wollte hier ja eigentlich weiter, um da hinten das gegebenenfalls noch zu erschließen. Jetzt habe ich hier eine riesige Windturbine davor gebaut. Ne, wir gucken jetzt zuerst mal nochmal, wie es aussieht. Sauerstoff sieht sehr gut aus, Wasser sieht auch gut aus. Strom will ich ja noch ein paar, noch einen Speicher 2, 3 bauen. Blödsinn. So, da müssen wir noch Betten reinbauen. Unsere Leute alle genug Schlafplätze haben. Könnten dann vielleicht mal so langsam auch dazu übergehen, mal kleinere Schlafräume zu bauen, wo es keine Doppelbetten gibt. So, können wir hier noch mal ein Lager oder so basteln? Habe ich hier irgendwo? Da ist ein Labor, genau. Bewaffnete Eindringlinge, 3 Stück, 4 Stück. Oh Gott. Einer weg. Oh, da hat es einen von uns gekostet. Noch einen von uns. Sag mal. Kolonisten sind gestorben. Okay, 4-4. Ja, wir müssen hier ein bisschen was für die Unterhaltung tun. So, wie sieht es denn hier aus mit Bier? Ach ne, Quatsch. Das ist hier das mit dem Bier. Da sind die Essensfertiger. Die sind aber ups, voll mit Futter, ne?
sollen wir mal gerade nochmal einen Überblick verschaffen. Da hinten ist noch eine Bar. Da ist nichts zu essen drin. Aber das lässt sich ändern. Oh. Zum Glück, diesmal hat es die Roboter nicht gekostet. So, dann basteln wir hier noch ein bisschen was in den Dom rein. So, Tomaten, Salat, Zwiebeln, Mais, Pilze haben wir, glaube ich, noch keine. So, Genzwiebeln, Erbsen, Heilpflanzen, Pilze. Rettich. So, es sollte dann noch mal einiges an Futter geben. Besonders auch verschiedene. Oh Gott, riesige Lager überall, aber nichts drin. Fast wie sortiert. Wir müssen mal ein paar Produktionsgrenzen festlegen. Ersatzteile 22, 20 haben wir sogar. Arzneimittel, Bots. Ja, richtig. Wir haben nämlich nicht so viel. Dafür 112 Leute. So, wie sieht es denn jetzt aktuell noch mal aus? 27 Bots. So, wir haben jetzt mittlerweile 6 Wachen, davon 6 Bewaffnete. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das da hinten, ob und wie wir das da hinten bauen. Da muss ich nochmal umdenken. In erster Linie werden wir in diese Richtung expandieren. Och, da geht's ja noch ewig weiter. Das war knapp. Vielleicht sollten wir hinten tatsächlich noch mal einen Laser bauen. So, das Lager ist natürlich ein wenig überdimensioniert. Der Wasserspeicher ist niedrig. Wasserspeicher ist kritisch. Jetzt ist aber. Jetzt ist aber. Das hier ein Wasser? Nee.
Ja, das mit dem Wasserspeicher, das haben wir. Nee. Ich dachte, das wäre ausreichend für den mit dem Wasser. Aber dass das so rapide runtergegangen ist, habe ich jetzt nicht bedacht. Und auch nicht gedacht. Das ist auch nicht viel, wo wir haben. Es schwankt stark. Vielleicht bauen wir noch mal einen Wassertank. Da hinten ist Sauerstoff. Das ist Wasser ohne Ende. Schon eine gerade in der Nähe. Irgendwie, wie bauen wir uns da hinten hin? Zur Not mit. In einem kleinen Lager. Oh, da haben wir schon eine Luftschleuse, das bringt jetzt noch nichts. Also immer wenn ich gucke, bringen diese Windkraftanlagen so gut wie gar nichts. So, Wasser. Wir könnten noch mehr Wasser brauchen. Es tut mir echt leid. Eine andere Möglichkeit, wie wir an Wasser kommen, gibt es glaube ich nicht. Ne? Auf jeden Fall. Aber Erz haben wir jetzt deutlich nochmal definitiv genug da. Sind ja überall die Bohrbots drin. Hier. Oh, hier sind ja noch gar keine Betten drin. So, wie sieht's denn jetzt nochmal aus? Ups, stopp.
Ich will Energie. Gut, Energie geht hoch. Wasser. Da. Status gut. Ansehen 200. Schwankt. Wohler gehen aber nur gut, ne? So, jetzt ist gerade Nacht. Jetzt gucken wir mal, wie es hier mit der Belegung der Betten aussieht. Da hinten ist noch ordentlich Platz. Sie haben sich aber hübsch verteilt. Wir haben aber überall noch ein bisschen Platz. Eisen kommt ordentlich bei. Und ein Transportbot wieder kaputt. Ich glaube, ich brauche hier noch ein zweites Laufrad rein. Das scheint denen sehr zu gefallen. So, wie ist Getränkemaschine? Wo ist denn hier die Küche? Ach, da. So, Bar. Könnten wir ruhig auch noch ein bisschen was machen. Ein Fernseher. Okay, hier passt sonst nichts mehr hin. Nee, passt nicht. Passt auch nicht. Okay, dann ist er wohl voll. Hier lagern wir gerade Erz. Wow, Auflauf. Ah, wir haben doch einiges an Erz jetzt im Plus. Und die Lager füllen sich. Es ist schon mal gut, dass sich die Lager füllen. Halbleiterfertigung. Können wir hier noch eine machen? Die laufen aber nicht. Vielleicht können wir mit Arbeitern runtergehen. Biologen. Biologen würde ich gerne lassen. Arbeiter runter. Gucken wir mal.
noch mal einen Schwung, Leute. Können wir noch irgendwas für den Strom machen? Die Windräder drehen ja mal. Da wir hier keine großen Kraftanlagen hinbekommen, vielleicht ein paar Energiespeicher. Das zieht's ganz schön leer. Warum so unglücklich? Kann ich hier noch irgendwas für euch tun? Nee, irgendwie nicht. Das ist zu klein. Vielleicht das Windrad hier hinsetzen, damit wir hier weiterbauen können. Das war ein Baubot. Oh, Baubots haben wir genug. Transport. So, 3 Bot-Produktionen reichen voll und ganz aus. Kolonistenschiff. Ja, ruckzuck gebaut. Waffen haben wir, Laser, so eine Radiostation könnten wir vielleicht noch bauen. Vielleicht auch noch einen zweiten Landeplatz. Was ist mit diesem verdammten Schlafsaal los? Biologe. Ja, wo sind meine Leute? Alter Schwede. Na endlich. Hossa. Ich will dir nichts sagen, aber das hat mich jetzt ganz schön Leute gekostet. Da sieht's besser. Ingenieure einige. Biologen ist noch erträglich. Naja. Aber 13 Leute. Yes, das Maria. Aber gut, wir sind jetzt leider schon wieder am Ende einer Folge. Eieiei. Das mit den Eindringlingen wird immer schwieriger. Ich glaube, wir müssen die Anzahl Wachen erhöhen. Aber naja.
Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss.